Hi und willkommen zurück zu Mega. Heute machen wir was Besonderes, denn wir machen heute einen Twilight Forest Speedrun. Also wir machen ganz schnell den Twilight Forest durch. Hauptsächlich nur, weil ich Türen haben möchte. Deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Geil, oder? Wir wollen nur Türen haben aus dem Twilight Forest und das ist unser Ding jetzt. Also gehen wir jetzt kurz mal in den Hauptlift und zwar genau hierhin, weil ich war schon mal im Twilight Forest und habe den Punkt schon mal gesetzt. Deswegen können wir hier umblättern und haben den Twilight Forest. Der ist auch schon vorgeneriert. Nice, oder? Boah, ich bin gespannt, wie schnell wir mit dem Schwert und alles das fertig kriegen. So, ich habe auch Maps von dem Forest dabei. Wir müssen zuerst zur Naga. Ich bin mir nicht sicher, ob die das da ist. Nee, das ist der dunkle Wald. Okay, warte. Wir gehen weiter. Das ist ja nicht schlimm. Wir decken die ganze Karte auf. Passt schon. So, hier ist die Naga. Hallo. Okay, Naga haben wir. Die Kiste schwebt. Trophy eingesammelt. Nächstes Ding, der Leech King. Wo war der denn? Haben wir den schon? Nee, ich glaube nicht. Das könnte der Leech King sein. Kann aber auch ein ganz anderer Mob sein. Ich glaube, das ist nicht der Leech King. Und? Das ist der Leech King. Da gehen wir direkt oben rein, oder? Was soll der Geiz? Obwohl, der war letztes Mal nervig, weil man den nicht so wegklatschen konnte, wie man es gerne wollen würde. Wegen seinen Schildern. Schade. Komm schon. Oh, da, guck mal, einmal schon getroffen. Nice. Komm, jetzt sind zwei Schilder hat er nur noch. Nice. Und weg ist er. Korrekt. Der war entspannt. Nehmen wir mit. Das Airfinity drauf. Oh, das nehmen wir doch mit. 200 Forest direkt doppelt gelohnt. Das sind aber große Bilder, ne? Kann man die mitnehmen? Sind die auch so groß bei mir zu Hause? Das sind normale Bilder, ne? Oh, sind hier andere Bilder drin? Man weiß es nicht. Okay, next. Nächster Punkt. Ice Yeti. Hallo. Kannst du bitte spawnen? Lol, wie die mich aussaugen. Was ist denn los bei denen? Da ist er. Da war er. Warte, gib mir die Trophäe will ich aber haben. Komm bitte. Ja, da ist die Trophy. Okay. Yeti am Start. Dann gucken wir mal wegen der Eiskönigin. Also irgendwie will ich ja auch gerne dieses Gebäude abbauen. Also ich würde halt einen Bilderblock nehmen, ne? Aber wenn natürlich, wenn wir das in unserem Tower integrieren, schon wild, glaube ich. So, schauen wir mal. Oh, guck mal, die wollen nicht, dass wir uns so da reingraben. Deswegen machen die das so schwer. Ich glaube, wenn man Twilight Forest normal macht, ist das ganz schön wild. Okay, wir kommen der Snow Queen näher. Der Balken ist schon oben am Bildschirmrand zu sehen. Hi! Oh, da war... okay. Das ging auch wieder flott. Okay, warte, wir packen mal ein paar Sachen mal hier rein. Da haben wir dann Snow Queen Trophy und den Snow Queen Shader. Und einen Bogen nehmen wir mal einfach mit. Einfach mitnehmen. Okay, die Königin des Schnees ist auch kaputt. So, wo gehen wir jetzt hin? Auf ins Minotaurus-Labyrinth. Oh Mann, ich hasse es. Wir bräuchten aber irgendwas, um uns die Wege zu markieren, oder? Was können wir denn machen? Nee, ich habe schon den Faden verloren hier. Ah, hier können wir runter. Korrekt. Nächste Etage. So, vielleicht haben wir heute Glück und wir finden die Ein- und Ausgänge sehr schnell, ne? Kann ja mal sein. Hey! Alter, wir haben ihn schon gefunden. Wie geil ist das denn? Oh Mann, da war ich letztes Mal so lange dran. Aber gut, letztes Mal war er auch in einem anderen Modpack und da war der einfach super stark, ne? Darf man nicht vergessen. Das läuft voll geiler Essen, glaube ich, ne? Nehmen wir mal mit. Und diese wunderschöne Axt und diese Trophy. So, ich glaube, ich kenne hier einen super Trick, wie man aus diesem Labyrinth wieder rauskommt. Oh, dann kann ich den Kram hier reintun.
Oh Mann, jetzt habe ich aber Hunger bekommen. Und? Ah, Mighty Stroganoff. So, warte mal, jetzt können wir zur Hydra. Hydra ist da oben. Hallo Hydra, warum sind denn hier Bäume? Ja, warum sind denn hier Bäume? Die man einfach nicht sieht, wenn die kaputt sind. Oh Mann, das hat aber gedauert mit der Hydra jetzt. Hydra Slayer, kann das jetzt mal aufhören? Ah, wollte schon sagen. Die Hydra Trophy. So, wer kommt denn jetzt dran? Der komische Geist aus dem Wald. Oh nein, ich muss wieder zu den Rittern. Können wir hier nicht einfach rein? Können wir. Oh scheiße, ich habe keine Trophys mehr. Ah doch, ich habe die Trophy. Nice. Moin. Okay, Ritter, wo seid ihr? Ja, ich habe die Ritter gefunden. Seid gegrüßt, meine Ritter. Jetzt sieht man ja nur, wie alles explodiert hier. Oh, fertig. Das war aufregend, okay. Endlich, da ist der Urgas. Da müssen wir jetzt den Gas töten und da sind auch ein paar Türen, die ich haben möchte. Ich glaube, da waren die drin. Das ist leider die Gastaktik natürlich unspektakulär, ne? Wo bist du denn? Das war krass. Okay, den Gast haben wir auch. Moin! Oh, die Mini-Gast. Einfach Ghostbusters. Da ist die Tür! Nee, irgendwie. Nein, jetzt gehen die noch niemals. Och nee, jetzt sind die verbuggt. Vielleicht funktionieren die ja zu Hause. Jetzt können wir, glaube ich, nach oben rechts, oder? In das Riesengebiet. Und dann haben wir durchgezockt. Oh, warte mal, hier ist kein Regen. Ah ja, gut, weil ich unter der Insel stehe, ne? Chillig. Achtung, ich schleiche mich an. Da sind die Riesen. Geilstes Schwert ever. Das längste Schwert, was ich je gesehen habe. Hallo. Oh, der Miner ist auch da. Oh, jetzt kann ich damit die Steine abbauen. Ah. Ach ja, genau. Und dafür brauche ich diese Monster-Pickaxe. Und zack. Okay, wir öffnen die Truhen. Warte, ich packe erstmal meinen Müll raus. Einfach aussieht mit dieser riesen Pickaxe, Alter. Magic Beans. Und die Lampe of Cinders. So, und damit kommen wir jetzt dahin, geil. Und mit der magischen Bohne. Moin, wie geht's euch? Ah, guck mal. Jetzt können wir in das Gebiet hier rein. Und das ist das letzte Gebiet. Und jetzt sage ich euch mal ein Geheimnis. Hier ist einfach nix, weil seit mehreren Jahren ist das hier. Hier müsste im Normalfall der finale Boss sein und der ist schon seit, ich weiß gar nicht, seit 5 Jahren vermisst. Also so lange gibt es das und so lange wird es auch nicht weitergemacht. Aber zumindest haben wir jetzt den Twilight Forest durch. Deswegen, tschüss!